verstehst. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber trotzdem. Man muss ja trotzdem, ne, mal so damit rechnen, dass sich jeder Spieler auf Kämpfer aus ist. Und ihn noch ein bisschen auseinander aus dem Weg geht. Genau wie bei Pokémon. Ne? Nämlich auch nicht jeden Kampf mit, den ich kriegen kann. Warum? Ja, wenn ich es nicht brauche, brauche ich es halt nicht. Ich bin zwar ein bisschen faul, aber trotzdem. Ich meine, mein Gott, warum muss ich denn die Pokémon für diesen armen Jungen verprügeln, weißt du? Der mir gar nichts getan hat. Dann kann ich ihn doch auslassen. Auch auslassen oder nicht? Also so sehe ich das auf jeden Fall. Lammwolle? Geld? Was ist hier drin? Nichts. Nicht. Erstmal die Betten hier. Erstmal gucken. Cookie machen. Hier gibt es erstmal nichts. So, jetzt geh mal schön weiter, sonst kriegst du hart aufs Maul, Junge. Jetzt. Da ist noch einer. Fuck. Mal wenigstens nur einer. Das geht ja noch klar. Ich muss jetzt mal einen Schluck nehmen. Da wir auch schon wieder fast am Ende sind. So, schnell durch da und runter hier. Aber in den Pornokeller. Oh, wir sind lustig, wir legen eine Giftlachen hin. Es ist ein uraltes, szenes Buch, aber Jungs kann die Worte daran nicht entziffern. Nein! Oh, Astra und außergewöhnliche Ausrüstung. In diesem Buch gibt es die rasendesten Rezepte für anspruchsvolle Alchemieküche. Gutes Gelingen. Kaiserin Peitsche, Kaiser Axt und Silberschild. Spiegelrüstung, Katoptrickrüstung und Celestria-Gewand. Okay. Alchemie für höchste Ansprüche. Werte Leser dieses Alchemie-Almanachs. Oh mein Gott. Der Evolution ist Beweis für höchste Alchemiekunst. Stein des Weisen, ein Goldbarren, ein Achat der Evolution. Malefizit, cool. Sind wir bei den Ninja Turtles oder was? Sitzt mir so ein Schredder vor die Fresse, ey. Meine Güte, ey. So, erstmal gucken. Der hat mir eine Axt, eine Kaiseraxt da. Bam, 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 ba, ba, da, 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 bam, 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 ba, 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 ba. Rüstung, Schilde, Silberschild. Zeig mal, Silberschild, wo bist du? Sturmschild? Da, Silberschild. Bam, 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 bam. Ein Ritterschild hab ich schon gefunden, ist nicht viel, aber egal. Eine Kaiserin-Robe habe ich gefunden, oder? Ja, hier ist Celestria-Gewand. Magische Mini 45? What? Lol. Das lässt erklärt habe ich nicht. So, was können wir noch machen? Zubehör? Da war nichts in der Gegenstände, warte mal. Ja. Da, Goldbarren. Göttertrank, ätherischer, ja, sicher. Auf jeden. Göttertrank, ätherischer Kronenkristall, ja, sicher. Oh, Perfect Tattoo. Zweites. Verkaufs. Jetzt achte mal bitte drauf. Nicht Verkauf, sondern Verkaufspreis 666. Die Zahl des Teufels. Malefizit. Versteht ihr, ne? Ist angekommen oben, ne? Ich will nicht gegen so einen Schredder kämpfen. Ach, leck mich doch im Arsch. Ja, Singer! Da laufe ich schon freiwillig in so einen scheiß Kampf rein, weißt du? Und der fickt mich dann noch hart. Der Kralle. Boah, das finde ich jetzt so ein bisschen frech, wa? Alter!
Ich weiß aber schon, was ich mache später. Ich werde meinen Paladin zum Krieger ummodeln. Einfach wegen Geschick und Angriff. Aber ich habe dann ja durch... durch Paladin sein, sag ich mal, habe ich ja die ganzen Sachen. Wenn ich das gemeistert habe, kann ich ja dieses Parieren und so kann ich ja behalten. Ich glaube, der Krieger kriegt härter auf die Fresse als der Paladin. Muss ich vielleicht nochmal überdenken, mal gucken. Vielleicht spiele ich auch ohne Tank. Mal sehen. Da muss ich meine Gruppenkonstellation aber ein bisschen überarbeiten. Oh oh. Oh oh. Bang! Ja, 34! Yay! Und er kriegt keine 5 Punkte oder 6 Punkte. Das ist ein bisschen bitter. Bisschen bitter, tut gut. Ich bin froh, dass du mich erwiesen! Jonsi, bist du es wirklich? Kann das denn sein? Ja, es kann. Ach, geh doch weg. Och, Mann. Ohne Witz, ihr geht mir voll auf die Eier, kleinen Nutten. Man braucht hier irgendwie so einen Superschutz wie bei Pokémon oder so. Aua. Fick dich. Haha. Ich komme mir schon wieder Mana leer raus, ne? Boah, weißt du, an wie mich das erinnert? An Meta Knight von Super Smash Brother, ohne Witz. Den spielt Peter immer und Peter macht da die ganze Zeit immer denselben Move mit Meta Knight. Immer dieses Rumwirbeln wie so eine kleine nutzlose Fotze. Das ist so lächerlich. Erstmal heute ein bisschen rumragen, oh ja. Das tut mir auch mal gut. Aquila ist nicht mehr. Das ist zumindest eine passende Strafe für einen solchen Verrat. Du sagst, er war kein Verräter, dass er die Zusammenarbeit mit dem Imperium vorgetäuscht hat, um uns alle zu retten? Richtig. Jonsi befreit das Gefangene, bla bla. Jonsi, du hast mein Leben gerettet und ich dachte, du wärst der Letzte, der mir zur Hilfe eilen würde. Als wir unten das Imperium haben vor uns bereits ziemlich gefangen genommen, waren wir sicher, dass du das warst. Am Arsch, Junge! Ich bin der Mega Profi hier, ja? Ich bin der Retter des Allmächtigen. Kann man das so sagen? Klingt das überhaupt richtig? Der Retter? Der Töter? Der Erfüller? Muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Du hast Großes geleistet, Jonsi. Aber in den Tiefen des Palastes wartet noch jemand auf Rettung. Du brauchst dich nicht mehr um uns zu kümmern. Geh zu ihm und befreie ihn nach all der Zeit. Boah, aber da stehen drei so eine Mongos, war und wollen mir voll an die Eier, wa? Das will ich jetzt aber gar nicht. Boah, und ich hab nix, was mein nix macht, Alter. Was mein Mana erfrischt. Und ich bin zu faul, um wieder nach hinten, nach oben zu laufen. Stopp. Der hat noch einen weißen Elixier. Jo, alles klar. Ich hab noch ein Silberblatt. Ja, weißt du was, Tobi? Spar dir den Scheiß mal auf. Da kommt bestimmt noch was nach. Egal, ich muss sowieso gegen einen kämpfen. Da wäre ich doch niemals unbeschadet durchgekommen. Ich meine, ich bin hier nicht bei Splinter Cell. LOL.
Okay, so, Amber. Boah, so scheiße, dass ich nächste Woche zur Schule muss, ey. Überhaupt keinen Bock drauf. Naja, wenn wir nur am Wochenende Folgen kommen, das heißt Pokémon Phantomkristall, Pokémon Soul Silver, Zelda the Windbreaker. Am Samstag und am Sonntag an einem kommt Harry Potter und Darksiders. Harry Potter ist dann ja, das erzähle ich noch nicht. Obwohl, habe ich damit schon getan. Ist dann abgedreht, also ist dann fertig. Ihr wisst ja, wie weit ich da bin. Hoffentlich. Strenges Auge auf euch. Ja, Darksiders muss ich nachher nochmal aufnehmen. Nächste, diese Woche irgendwie mal. Unter der Woche am besten. Und dann mal gucken. Zelda auch. Pokémon Phantom ist halt sowieso. Da bin ich ja sowieso so faul bei. Weil das genau dasselbe Problem ist wie hier. Man muss erst tagelang grinden oder. Was heißt tagelang, aber ein bisschen random Stuff machen, um weiterzukommen, was mich ein bisschen ankotzt halt. Also nicht random Stuff machen, aber leveln, weißt du? Das muss man machen. Das mag ich nicht. Mag ich nicht. Da drehe ich mich noch einmal in der Krabbe, weil ich glaube, ich komme da nicht mehr dran vorbei, ey. Oh, Alter. Dadalam, dadalam, dadalam. Königsrabe, geh weg! Danke! Boah, jetzt lecker Krabben, Alter, das wäre geil. Schön Krabben, frisch Nein! Ach komm, ganz ehrlich, eben bin ich auch zigtausend Mal vorbeigelaufen. Guck mich nicht so behindert an, du kleine Nutte. Lol. Ja, sicher. Wollt ihr mal allen Ernstes sagen, dass der jetzt erstmal so richtig hart was aushält oder was? Ach so. Ja, natürlich. Was für eine Taktik. Nadelkissen spam und nicht versuchen zu sterben. Respekt. Na gut, ich mach's auch nicht anders, aber trotzdem. Ja, ich darf das. Na also. Gibt's eine Kiste? Na, mein Gegner. Noch ein Gegner? Achso, da kommt hinterher, ich wollte gerade sagen. Was war das? Warte mal, gibt's auch eine Kiste? Hundertprozentig. Nicht? Oh, da hab ich jemand hart verarscht, Alter. Lol, der Wächter und die Krabbe stehen da jetzt. So, und ich würde sagen, das war's erstmal wieder für Final. Quatsch, Final. Wo bin ich denn? Für Dragon Quest 9. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Mal. Bis dann. Ciao.